Willkommen auf der JAX 2012. Ich sitze hier mit Sven Eftinger und Sebastian Zahnekow. Würdet ihr euch kurz vorstellen, bitte? Hallo, also mein Name ist Sven Eftinger. Ich arbeite für die ITMS AG. Ich bin Eclipse-Committer und Projektleiter von den Eclipse-Projekten Xtext, ein Language Framework, und Xtend, eine neue statisch getypte Programmiersprache, die auf Java übersetzt. Ich bin Sebastian Zahnekow, arbeite ebenfalls für die ITMS zusammen mit Sven in Kiel und bin auch einer der Architekten von Xtext und der Xtend-Sprache. Jetzt habt ihr gestern eine Session gehalten über eure Sprache Xtend, die ihr zusammen entwickelt habt, wenn ich richtig informiert bin. Jetzt ist die Frage, was ist Xtend? Könnt ihr es mal ganz kurz erläutern? Ja, Sven hat es eben schon angedeutet. Xtend ist eine statisch getypte Programmiersprache, die auf der Java-virtuellen Maschine läuft. Sie ist gedacht, um Java ein bisschen aufzupeppen, also im Grunde genommen die Schwächen zu adressieren, die Java so im Laufe der Zeit angehäuft hat. Es geht dabei nicht darum, Java komplett abzulösen, sondern eher komplementär zu Java zu funktionieren, in beliebigen Projekten integriert werden zu können. Und wir haben da also als Ziel gehabt, dass man in beliebigen Java-Situationen oder Java-Projektsituationen auch auf Xtend zurückgreifen kann, um die eigenen Probleme vielleicht ein bisschen geschmeidiger zu lösen, als das bisher der Fall war. Du hast gerade von den Schwächen von Java gesprochen. Kannst du da vielleicht ein bisschen ausholen, welche Schwächen genau adressierten Xtend? Welche Schwächen werden adressiert? Java ist in sich eine relativ gut designte Sprache. Das ist, also es gibt relativ wenig Überraschung verglichen mit anderen Sprachen. Das ist eigentlich der Pluspunkt. Was das Problem ist, ist, das ist relativ alt und sogenannt zeremoniell. Das heißt, ich muss sehr, sehr viel mit dem Compiler sprechen, muss ganz viel Typen doppelt hinschreiben, ich muss Klammern überall hinschreiben, Semikolon, ich habe keine Closures oder Lambda-Expressions. Wenn ich Property Access mache, also Java Beans benutzen möchte, dann muss ich Getter und Setter aufrufen. Ich habe kein Operator Overloading. All diese Dinge haben wir in Xtend gelöst auf eine Weise, die sehr, sehr verständlich ist. Und dadurch, dass Xtend direkt auf Java Code kompiliert, kannst du dir auch immer angucken, was da passiert. Also, es ist wirklich leserlich, das ist quasi vergleichbar mit CoffeeScript für JavaScript. Jetzt gibt es ja mehrere Sprachen, die ähnliche Ziele verfolgen. Wie unterscheidet sich Xtend von zum Beispiel Groovy? Genau, also Groovy ist ähnliche Stoßrichtung, ist halt ein paar Jahre älter jetzt. Und wir haben relativ viele gute Ideen von Groovy übernommen. Wir haben auch gute Ideen von Scala übernommen, gute Ideen von Java übernommen. Und im Vergleich zu Groovy ist zum Beispiel zu sagen, Xtend ist statisch getypt mit demselben Typsystem wie Java. Das heißt, inklusive Generics, alles genauso. Die ganzen Konvertierungsregeln sind genauso wie in Java. Das heißt, die 10 Millionen Entwickler da draußen, die Java kennen, die verstehen das sofort. Und dadurch gibt es natürlich auch wesentlich besseres Tooling. Also man kriegt Content Assist und diese ganzen Compiler-Checks und so weiter in Eclipse. Genauso wie man es in Java gewohnt ist. Der Code, der generiert wird, ist auch im Prinzip so, fast so, wie man ihn hinschreiben würde. Das heißt, er ist sehr, sehr schnell im Vergleich zu Groovy. Also das ist halt ein bekanntes Problem bei Groovy, dass es relativ langsam ist. Das ist so, so kann man es vergleichen. Im Vergleich zu Scala ist es halt einfacher. Das ist eigentlich das Wichtigste. Es ist einfacher und man kann vernünftige IDEs für die Sprache bauen, weil das Typsystem nicht ganz so extrem ist. Ihr seid ja auch die Köpfe quasi hinter Xtext. Welchen Zusammenhang gibt es da zwischen Xtend und Xtext? Das ist eine ganz interessante Fragestellung. Was wir mit Xtend im Prinzip gemacht haben, ist auf Basis von Xtext eine ausgewachsene Programmiersprache zu bauen. In dem Zuge haben wir für Xtext eine wiederverwendbare Expression-Sprache entwickelt, die man jetzt in beliebigen domänenspezifischen Sprachen einbetten kann. Das heißt, wenn wir also uns überlegen, dass man mit Xtend jetzt schon nettere APIs bauen kann und kompaktere Syntax über
Konzepte wie Extension-Funktionen und Operator-Overloading auch sehr lesbaren Code erzeugen kann, kommt es ja nach wie vor in bestimmten Situationen an einen Punkt, an dem die Abstraktionen nicht mehr ausreichen. Und dann haben wir mit Extend, aufgrund der Tatsache, dass wir das auf Xtext fundiert haben, die Möglichkeit, außergewöhnlich gute Integrationen auch mit externen DSLs zu erreichen. Es ist also möglich, nahtlos von Extend über Java oder von Extend über eine domainspezifische Sprache in ein und demselben Projekt zu arbeiten. Also das ist auch eines der Alleinstellungsmerkmale, die wir da sehen. Seid ihr auch schon konkrete Projekte angegangen mit Extend und wenn ja, welche? Extend ist sehr, sehr jung. Also das ist, wir haben so eine Vorab-Version letztes Jahr im Sommer mitgehabt, im Eclipse-Release in der Train. Haben jetzt im Winter einmal ein kleines Minor-Release nachgeschoben und das, ein wirklich interessantes Release kommt jetzt im Juni mit der nächsten Train. Das heißt, da ist es wirklich so, dass das sehr, sehr gut integriert. Die Sprache ist sehr, sehr, also vollständig schon. Wir benutzen Extend natürlich bei uns intensiv. Aber was viele machen, ist so JUnit, mit JUnit-Test anfangen, weil da ist es sehr interessant, sehr, sehr gute Syntax, kompakte Testcases zu haben, sodass man halt die Testdaten wirklich sieht und so weiter. Das kann man mit Extend kann man tolle Bilder-Syntax machen, man kann Multiline-Strings haben und sowas. Das ist sehr interessant. Da wird es viel eingesetzt. Was ich in der Google Group auch, gibt es halt auch viele Leute, die das benutzen für Android-Entwicklung oder GWT. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn es auf Java übersetzt und nicht auf Bytecode, dann kannst du auf einmal alle Plattformen benutzen, die halt mit Java-Source-Code arbeiten, wie eben GWT, was es auf JavaScript übersetzt. Das geht halt mit Sprachen wie Scala zum Beispiel dann nicht so einfach. Aber grundsätzlich keine Riesenprojekte bisher, sondern viele Leute fangen an, damit das auszuprobieren, finden es spannend und ich bin auch gespannt, so was da so kommt. Also wir sind halt hauptsächlich wirklich dabei, Open-Source-Entwicklung zu machen. Wir betreuen Kunden bei der Entwicklung von Sprachen mit Xtext und wenn da Code-Generatoren oder solche Sachen gebaut werden, dann machen wir das mit Extend, weil das einfach viel, viel besser geht. Aber wir bauen keine riesen Business-Anwendung im Moment mit Extend. Ich hätte noch eine letzte Frage an dich, Sven. Du bist gerade mit dem Eclipse Community Award gekürt worden als Top-Committer. Was bedeutet diese Auszeichnung für dich? Ja, das hat mich sehr gefreut. Also, ist ja klar. Und vor allen Dingen, weil es ein Preis ist, den die Community wählt. Also, es ist nicht so, dass da irgendwie eine Jury von 5 Leuten sitzt und das entscheidet, sondern es ist wirklich so, dass da die ganze Eclipse-Community wählen kann. Und ja, das war ein prima Preis. Sebastian hat den übrigens letztes Jahr gewonnen. Also, das ist. mal gucken, wer ihn nächstes Jahr bekommt. Dann vielen Dank für das Gespräch und einen schönen letzten Tag auf der JAX wünsche ich euch. Dankeschön.